Lange versprochen, was haben wir eigentlich für Reklamationen vorzutragen gehabt? Wir haben das Fahrzeug im August übernommen, jetzt haben wir Februar 2018 und das Fahrzeug war schon 6-mal in der Werkstatt, davon 2-mal über eine Woche. Es wurde immer nachgebessert und die Mängel sind immer noch nicht beseitigt. Wir haben weiter Mängel vorzutragen, aber ein Großteil ist beseitigt. Und wir wollten euch nach den vielen Nachfragen, die wir jetzt schon bekommen haben, endlich mal aufzeigen, was eigentlich alles, an was es alles geklemmt hat. Ja, jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo ich ein paar von den Mängeln aufzeigen möchte, die wir mit unserem Fahrzeug miterworben haben. Um das gleich vorweg zu sagen, wir sind sehr zufrieden mit unserem Fahrzeug. Es ist im Prinzip alles in Ordnung, bis auf Kleinigkeiten, die sicherlich teilweise auch störend sind, aber wir hoffen, dass das alles abgestellt wird. Und bei einem Fahrzeug, das so viele Detaileinbauten hat, kann das natürlich selbstverständlich immer wieder vorkommen und wird auch bei jedem Hersteller vorkommen, dass da das eine oder andere nicht richtig funktioniert. Und dafür ist man eben da, um das abzustellen. Dafür hat man ja Garantie drauf. Die werden wir jetzt dann auch in Anspruch nehmen. Aber um das Ganze auch mal festzuhalten, was so an Mängeln auftreten können bei einem Fahrzeug, wollen wir dieses kleine Video machen. Da fangen wir als erstes an. Ich habe mir das schon ein bisschen vorbereitet. Und zwar mit der Reifendruckkontrolle. Das haben wir ja schon mehrmals gesagt. Also wir sind losgefahren und die Reifendruckkontrolle, die wir auf preispflichtig natürlich dazu gekauft haben, hat auf einmal das Blinken angefangen. War für uns ein sehr komisches Gefühl, 10 Kilometer unterwegs zu sein mit einem ganz neuen Fahrzeug, das auch noch ungewohnt war. Und auf einmal fängt es das Piepsen an, dass das die Reifendruckkontrolle war. Das haben wir dann erst rausbekommen, nachdem wir die Beschreibung gelesen haben. Aber das Problem ist nach wie vor nicht abgestellt, obwohl wir hier schon bei einem Fiat-Händler 1 oder 2 Stunden im Wartezimmer gesessen haben und sich 2 Fachleute damit beschäftigt haben. Ich bin gespannt, ob Fiat das jetzt mitbekommt. Wir haben schon Rückmeldung bekommen von anderen Wohnmobilisten, die ein Fiat-Fahrzeug haben und die immer noch Probleme mit der Reifendruckkontrolle haben. Wir brauchen euch die Anzeige nicht mehr zeigen, das sind schon in 2 Videos drinnen. Also, Reifendrucksensor habt ihr gesehen, funktioniert mittlerweile. Das war eine schwere Geburt. Wir hatten das Fahrzeug übernommen und als erstes hatten wir diese Fehlermeldung vom Reifendrucksensor. Wir waren dann in der Fiat-Werkstatt, die haben 3 Stunden da rumgemacht, die Experten. Da hat es geheißen, 50 Kilometer fahren, dann funktioniert er. Wir sind weit über 100 Kilometer gefahren, der hat nicht funktioniert. Dann haben wir ihn zu Hümer gebracht, Hümer hat rumgemacht, hat es auch zu Fiat wiedergebracht. Fiat hatte dann mindestens einen ganzen Tag das Fahrzeug zur Verfügung. Dann hat es geheißen, der funktioniert, 80 Kilometer fahren, dann ist alles in Ordnung. Wir sind hunderte von Kilometern gefahren, es war nichts in Ordnung. Dann habe ich ihn wieder an Hümer hingebracht, war eine Woche bei Hümer gestanden. Hümer hat es zu 2 Fiat-Werkstätten gebracht. Und die eine Fiat-Werkstatt ist dann 200 Kilometer damit gefahren. Und dann hat es funktioniert. Damit Hümer sich überzeugen konnte davon, dass das funktioniert, ist ein Mitarbeiter von Hümer auch nochmal 100 bis 200 Kilometer gefahren. Also in dieser Woche war unser Auto auf jeden Fall 400 Kilometer unterwegs. Und siehe da, der Reifendrucksensor funktioniert. Also die Begründung zum Reifendrucksensor von Hümer war, dass derjenige, der die Alufelgen aufgezogen hat, oder der die Reifen auf die Alufelgen gezogen hat, dabei die Sensoren beschädigt hat. Ich kann es nicht beurteilen. Ich sage nur, jetzt funktioniert es. Jetzt sind aber die Winterreifen mittlerweile drauf. Wenn ich auf Sommerreifen wechsle, werden wir sehen, ob es dann auch noch weiter funktioniert. Aber das dürfte eigentlich nicht sein, denn wir haben ja noch einen BKW. Da wechseln wir auch die Räder und da funktioniert es auch immer. Was eine Kleinigkeit ist, die ich vielleicht sogar selbst beheben könnte, aber das macht man beim Neufahrzeug natürlich nicht, das ist die Sonnenblende. Einmal heruntergehabt. Und jetzt kommt sie mir immer entgegen. Das hat ihr offensichtlich gefallen, dass sie hier einmal gebraucht wurde. Ich weiß nicht, was ist hier drauf? Zack. Ja. Zack. Also,
Es geht nicht mehr ohne. Zack. Ich habe mir jetzt geholfen, indem ich sie so rauf habe. Das hält. Aber das ist natürlich auch keine Lösung auf Dauer. Also das muss wahrscheinlich nur nachgezogen werden. Ich weiß es nicht. Ich habe es trotzdem reklamiert. Und da würde ich die Firma Himmel bitten, dass das beseitigt wird. Anderes Thema. Sonnenblende. Funktioniert. Also, das sind Kleinigkeit gewesen, aber ärgerliche Kleinigkeit, funktioniert. Auch sehr einsatzfreudig ist unser Radio. Den schalten wir während der Fahrt, nämlich laufend an und aus. Und dann geht er wieder an. Also wir wollen keine Musik an einem bestimmten Punkt. Dann drücken wir hier auf die An-Aus-Taste und dann schaltet er sich einfach wieder ein und dann kommt die Musik wieder. Also die Einsatzfreude ist zwar lobenswert, aber manchmal will man kein Radio, dann sollte er auch stumm bleiben. Mal schauen, was die Firma Hümer dazu sagt. Jetzt haben wir ihn eingeschaltet. Mit diesem Zenik-Gerät sind wir ohnehin nicht allzu sehr zufrieden. Aber darüber machen wir extra ein Video. Zenik ist besser, ist viel gemacht worden, funktioniert aber noch nicht so, wie es sollte. Wir werden dazu ein separates Video machen und kurzfristig online stellen. Wir haben den Großteil schon gedreht, muss nur noch zusammengeschnitten werden. Wir melden uns da im Lauf dieser oder spätestens nächster Woche nochmal. Dann haben wir die Fensterheber der Fahrertür. Der elektrische Fensterheber an der Fahrertüre ist natürlich eine praktische Sache. Haben wir uns auch extra dazu bestellt. Was natürlich etwas doof ist, ist, dass der nur zu bedienen ist, wenn die Zündung eingeschaltet ist. Es gibt hier extra diesen Schalter, der bewirkt. Das Thema Fensterheber. Das Thema war, wenn ich hier in meinem Stuhl sitze und es kommt jemand außen an die Scheibe hin, will mit mir sprechen oder mir ist einfach heiß im Fahrzeug, dann möchte ich das Fenster runterlassen, auch wenn die Zündung ausgeschaltet ist. Es geht nicht. Ich habe bei Hümer darum gebeten, wie es bei meinen vorhergehenden Campingfahrzeugen war, dass man das auf die Batterie schaltet, wie den Radio, den ich ja auch betreiben kann, ohne dass die Zündung eingeschaltet ist. Und von der Firma kam die Auskunft, das funktioniert nicht. Wegen dem neuen Elektroniksystem ist das alles so geschlossen, dass man nichts verändern kann. Ich glaube Hümer diese Aussage nicht. Hümer macht es sich nämlich sehr einfach. Sie sagen einfach, wenn sie was nicht machen wollen, das funktioniert nicht, das können wir nicht machen. Kann ich auch an einem anderen Beispiel noch belegen. Und da ist diese Aussage auch getroffen worden, was sich aber dann im Nachhinein herausstellt, dass das eine nicht zutreffende Aussage ist. Also es geht zu machen, Hümer will es einfach nicht machen. Das ist meine Meinung dazu. Wir haben hier die Hümer-Beschreibung. Und wenn man hier reinschaut, dann sieht man hier Front-Rollo zum Schließen. Ja, öffnen und schließen. Kurz oben drücken. Oder kurz unten drücken, WIP-Taster, und das Verdunkelungsrollo fährt ganz nach oben oder ganz nach unten. So steht es in der Beschreibung. Und ich habe es ja schon gezeigt, wie ist es bei mir. Ich muss einfach diese Sekunden, wo das dauert, meinen Finger darauf lassen. Wir waren ja auf der CMT und da habe ich gesehen, dass das bei allen Fahrzeugen so funktioniert. Und ich habe gesagt, es steht bei mir in der Bedienungsanleitung, die ich zu dem Fahrzeug bekommen habe. Es funktioniert bei mir nicht so. Aussage Hümer geht bei mir nicht. Ich sage, Hümer will nicht. Obwohl es hier ein Mangel ist, der in der Bedienungsanleitung drin steht. Und genau das ist das gleiche Thema mit unserer alten Warmwasserheizung. Aber da komme ich dann anschließend noch drauf zurück. Auf den Gefrierschrank sind wir schon eingegangen. Die Gefrier-Kühl-Kombination, die wir nicht glücklich drüber sind, dass sich die nicht separat abschalten lässt. Aber was der Mangel bei uns ist, dass sich dieses Gefrierteil nicht mehr öffnen lässt. War auch schon die Firma Hümer dran, hat es auch nicht geschafft. Wir haben das ein, zweimal auf uns wieder zugemacht. Der Kühlschrank an sich, das funktioniert.
So, und damit es nicht nur ein reines Mega-Video wird, denn das, wie gesagt, mir ist es selber unangenehm. Ich mag das nicht. Ich würde lieber das Fahrzeug und den Service von Hümer in den höchsten Tönen loben. Aber ich muss einfach kritisch berichten, auch wenn mir das, wenn das vielen nicht gefällt, aber das ist einfach Fakt. Jetzt kommt was zum Loben. Ja, wir haben ja reklamiert, dass das nicht aufgegangen ist. Funktioniert mittlerweile einmal frei. Und noch eins. Die Firma Hümer hat uns hier, das habe ich auch mal reklamiert in einem Video, dass hier ein Einlagegitter fällt. Das wurde uns damit reingesteckt. Und für den Service sage ich herzlichen Dank, Firma Hümer. Dann kommen wir zum nächsten Punkt. Und zwar, als wir das Fahrzeug übernommen haben, haben wir uns gewundert, warum hier so eine kleine Metallabdeckung ist, die eigentlich gar keinen Sinn macht. Und diese Dekoplatte, wenn man es an die Frage stellt, hat es vielleicht mit der Flamme zu tun, aber das kann ja auch, macht ja auch keinen Sinn, denn da kommt ja keine Hitze hin. Ja? Wir sind dann in ein Neufahrzeug auf der Ausstellung gegangen, in ein baugleiches Neufahrzeug, und haben festgestellt, da ist die Dekoplatte ohne diese kleinen Abdeckplatte. Also wir... Die Lösung ist bis jetzt noch nicht bekannt. Ich habe jetzt angefragt bei der Firma Hümer, was das soll. Wahrscheinlich kommt es einfach wortlos weg, denn die macht eigentlich da keinen Sinn. Oder man hat hier was verborgen dahinter. Ich weiß es nicht. Was gravierender ist, ist diese Solaranzeige. Wir haben nämlich die Solaranlage vom Hümer-Vertrieb, also von der Werkstatt des Auslieferers Hümer nachrüsten lassen und haben nicht die standardmäßige Solaranzeige einbauen lassen, die teurer sogar noch gewesen wäre als die Büttner Solaranzeige. Wir haben gesagt, wir möchten die, auch wenn die etwas günstiger ist. Und man hat uns dann aber nicht die eingebaut, sondern die noch um 40 Euro günstigere. Da sind wir natürlich dann auf die Barrikaden gegangen und haben gesagt, nein, nein, wir wollen schon diese hier haben. Ja. Und dann haben wir uns die nachgerüstet. Und wie ihr seht, da ist da oben ein kleines Bohrloch und vor allen Dingen ist hier ein Sprung reingekommen beim Nachrüsten, sodass die Platte jetzt komplett ausgetauscht werden muss. Also das hätte man wohl besser gleich die richtige eingebaut. So, wie ihr sehen könnt, Metallplatte ist weg. Ich weiß es nicht, was da gewesen ist. Hümer weiß es auch nicht. Nehmen wir es so hin, wie es ist. Ohne schaut es auf jeden Fall besser aus. So, die Solaranzeige ist verbaut und der Riss ist weg. Die Dekorplatte ist ausgetauscht. Hervorragend. Was wir im Küchenbereich noch zum Beklagen haben, ist, dass sich das Fenster nicht mehr aufstellen lässt. Ja, also das bleibt hier in keiner Position mehr hängen. Ja, das fällt immer wieder rein. Es hat funktioniert und auf einmal hat es nicht mehr funktioniert. Wir wissen nicht warum. Küchenfenster funktioniert. Lässt sich feststellen in jeder Situation. Also, so soll es sein. Und so haben wir es wieder. Wasser und Wohnmobil ist eine heikle Angelegenheit. Das wisst ihr alle, vor allen Dingen die auch ältere Fahrzeuge haben. Aber wir haben ein nagelneues Fahrzeug und für uns ist Wasser und Wohnmobil auch schon ein Thema. Wenn wir diesen Tank hier voll befüllen, dann merke ich, wann der voll ist, indem das Wasser vorne rausläuft. Und in unserem Fall ist es so, dass hier Wasser austritt. Hier. Das heißt, es läuft hier, setzt sich hier rein und versickert dann da irgendwo im Nirvana. Im besten Fall läuft es wieder irgendwo ab oder es verdunkelt. Also wir haben auf jeden Fall regelmäßig hier drin Wasser stehen. Haben wir nur durch Zufall gemerkt. Ich wäre niemals auf die Idee gekommen, dass ich ein nagelneues Wohnmobil abhole und dann Wasser im Fahrzeug habe, wenn ich das befülle. Wir haben das Fahrzeug bei Hümer gehabt. Einen Tag ist es nachgebessert worden. Als wir es abgeholt haben und haben es wieder befüllt, hatten wir das gleiche Problem wieder. Es hat nichts geholfen. Ich werde berichten, ob jetzt, wenn der Gustl wegkommt,
ob es jetzt dann behoben ist. Denn diesen Mangel halte ich eigentlich für überflüssig und schon für gravierend für ein neues Wohnmobil. So, am Wassertank sieht nicht vieles anders aus. Man hat eben nur dieses eine Teil, was geleckt hat. Das ist dieses Teil, das hat man ersetzt und abgedichtet. Seitdem funktioniert der Wassertank einwandfrei. Problem ist erledigt und somit keine Reklamation mehr. So, ich habe mich wieder der Beschreibung gewidmet und habe gesehen, dass hier die alte Heizung beschrieben wird. Man sieht hier Innentemperaturanzeige, Außentemperaturanzeige, und wenn ich auf mein Display schaue bei der alten Heizung, dann sehe ich hier Innentemperaturanzeige, Außentemperaturanzeige ist Fehlanzeige. Die ist da gar nicht dabei. Die wurde nicht eingebaut und gehört angeblich nicht zu dem Fahrzeug, was mich etwas überrascht hat, denn ich bin schon der Meinung, dass eine alte Warmwasserheizung, die ja das teuerste Heizsystem ist, was man in ein Wohnmobil einbauen kann, dass das auch dann mit diesen Komponenten versehen sein soll, die möglich sind. Das sind, ich sag mal, ein paar Euro-Beträge, und Außentemperaturanzeige ist aus mehreren Gründen wichtig, auch um nachzuheizen. Ja, kann man außentemperaturmäßig steuern, sieht ja die alte Heizung extra vor. Und es ist auch für die Information wichtig, wenn man da drinnen steht, kann man drauf schauen und dann sieht man, wie warm das ist außen ist. Ich hoffe, dass das nachgerüstet wird. Und man sieht, alte Heizung mit Außentemperaturfühler hat mir nach Monieren die Firma Hümer eingebaut. Auch das steht in der Beschreibung drinnen und war nicht eingebaut in das Fahrzeug. Jetzt ist es drinnen. Wir haben jetzt sogar noch einen zweiten Fühlsensor, aber da gibt es ja ein separates Video, das verlinke ich oben. Da könnt ihr euch die ganze alte Heizung anschauen. Außentemperatursensor, Fehler behoben. Üblicherweise schläft man in dem Fahrzeugmodell, wie wir haben, mit dem Kopf da oben beim Fenster und mit den Füßen da unten. Das funktioniert auch sehr gut. Auch die Länge des Bettes passt sehr gut. Was ich übrigens ganz besonders toll finde, ist, dass die Fenster bis ganz nach hinten gehen. Ich habe also schon mehrere Fahrzeuge gesehen, auch hochwertige, wo die Fenster dann erst hier anfangen. Und ich finde das eigentlich ganz toll, wenn ich schlafe und dann kommt hier frische Luft rein. Ich schlafe sehr gern bei offenen Fenstern. Also das ist eine ganz tolle Sache. Weniger toll sind dagegen die Lichtschalter. Denn jeder dreht sich mal rum im Bett und tut mal die Füße bewegen. Und wenn man dann mit dem Fuß dahin kommt, dann gehen die Lichter an. Und es ist für den, der auch da schläft, ja, also in dem Fall für die Ussi, natürlich blöd. Die liegt da, schläft, ja, und auf einmal geht das Licht an, ja, weil ich mit dem Fuß an den Schalter gekommen bin. Und dann erschrickt sie natürlich im ersten Moment einmal. Also das ist mir mehrmals passiert. Mittlerweile habe ich das so im Unterbewusstsein drinnen, dass es ganz selten noch passiert. Aber geschickter wäre es, wenn man schon hier die Lichtschalter hermacht, was sich ja eigentlich schon anbietet, dass man sie dann halt ein bisschen höher hätte setzen können, zum Beispiel hierher. Ja? Denn mit den Füßen kommt man hier unweigerlich, stößt man hier mal hin. Ich denke, das ist jedem zugangen, der das gleiche Modell hat, wie wir das haben. Der Lichtschalter ist natürlich nach wie vor so, aber ich muss sagen, die letzten Male, die wir unterwegs gewesen sind, habe ich kein einziges Mal das Licht angemacht. Ich habe das also schon unterbewusst so drinnen, dass ich hier mit dem Fuß nicht hinkommen darf. Man gewöhnt sich daran. Gleichwohl habe ich auf der CMT gesehen, dass die Lichtschalter mittlerweile etwas weiter oben angebracht sind, und zwar beidseitig. Ein Schalter auf der linken Seite, einer auf der rechten Seite und etwas höher. Also das hat sich Hümer dann wohl zu Herzen genommen, dass sie wohl Reklamationen von mehreren bekommen haben, dass man nachts den Lichtschalter betätigt. Ebenso, dass hier keine Trennwand zwischen dem Raumbad und dem Schlafbereich ist. Wir haben uns ja diesen Vorhang eingebaut, den haben wir uns selber eingebaut, wie ich bei den Fahrzeugen auf der CMT gesehen habe, ist mittlerweile ein Vorhang direkt von Hümer eingebaut.
wäre nett gewesen, wenn man uns das auch angeboten hätte, aber der Vorhang, den sie jetzt reinmachen in die Fahrzeuge, der ist so kurz, dass uns der gar nicht gelangt hätte. Wir wollten schon einen längeren. Mit unserer Lösung sind wir eigentlich sehr, sehr zufrieden. Aber ob man sich so eine Eigenlösung einfallen lassen muss bei einem Fahrzeug von dieser Preisklasse, hätte nicht sein müssen. Da hätte der Ingenieur vorher mal Probe fahren sollen. Das wäre besser gewesen. Also zwei Dinge sind noch übrig, die noch nicht in Ordnung sind. Das ist unsere Zenik. Unser Zenik Media Center, nenne ich mal so. Aber da sind wir auf dem Weg, eine Lösung zu finden. Wie gesagt, ich mache da jetzt kurzfristig ein Video dazu. Und ein neues Problem ist aufgetreten mit unserer Satellitenanlage. Ich habe das immer gedacht, dass die in Ordnung ist, dass wir halt nur ein bisschen ungünstig gestanden sind. Heute weiß ich definitiv, dass selbst wenn ich unter freiem Himmel stehe, dass die teilweise fehlerhaft funktioniert oder nicht funktioniert. Das heißt, wir bekommen einfach keinen Empfang. Gott sei Dank haben wir noch diese Antennenlösung, die es hier gibt. Und somit können wir da sehr häufig noch gut Fernsehen schauen. Aber eigentlich hat man eine Satellitenschüssel drauf, um da auch das Satellitenfernsehen nutzen zu können, weil es einfach von der Qualität her besser ist. Die Firma Hümer hat es angeschaut, hat gesagt, sie können nichts dran machen. Ich soll mich an den Haft wenden, denn das ist eine Fission 5, also die modernste Satellitenschüssel, die es gibt auf dem Markt. Und offensichtlich ist da ein Problem. Vielleicht kriegen wir das durch ein Update hin. Ich muss mich dann da selber mal kundig machen. Schluss. Generell möchten wir sagen, dass wir mit dem Fahrzeug sehr zufrieden sind. Es ist im Großen und Ganzen sauber gearbeitet. Die Schubladen und so weiter, es passt alles. Also alles, was mechanisch ist, ist sauber verarbeitet. Es klappert auch nichts während der Fahrt. Insoweit kann man schon von Hümer Qualität sprechen. Wir haben allerdings auch keinen Vergleich zu anderen Herstellern, denn das ist unser erster integrierter. Das, was wir vorher hatten, das war ein James Cook von Westfalia und da gab es auch den einen oder anderen Mangel. Ich habe das ja schon mal betont, ein Fahrzeug, was mit so vielen Komponenten ausgestattet wird, da ist es immer wieder drin, dass etwas nicht richtig funktioniert. Was eigentlich für mich nicht so schön ist, ist, dass sich Hümer manchmal etwas leicht macht und sagt, das sind Bauteile, für die haben wir nur eingebaut, da sind wir nicht zuständig. Oder dass man dann einfach die Aussage bekommt, das funktioniert nicht, obwohl es gar nicht zutreffend ist und man kann das sogar nachweisen, dass es funktioniert. Das ist ein bisschen schade, der Servicegedanke leidet darunter.